Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2, Herrschaft des Feuers hier bei mir auf dem Kanal. Ranger grüßt euch und ihr seht es, ein Wetter, da möchte man ja keinen Agent vor die Tür setzen, beziehungsweise vor die Tür gehen möchte da keiner. Ja, nichtsdestoweniger, es ist jetzt dafür wenigstens wieder ein bisschen heller, aber dafür regnet es. So, wir wollen weitermachen und zwar endlich, hoffentlich, hier zum Ende zu kommen zu Beatrice Ortin Kaplan. Die wollen wir uns schnappen. Und ich bin die ganze Zeit überlegen, irgendwo da hinten kommt man doch auch noch irgendwo rein, oder nicht? Nein, da haben wir noch was. Was wir noch ein bisschen plündern können, aber Granaten brauchen wir eigentlich jetzt gerade nicht. So, wir machen ein bisschen Schritte, damit wir endlich vorwärts kommen. Sudele. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Ach du Schande. Ein Schütze Schaf. Okay. Ein Scharfschütze sozusagen. Gut, wir werfen das Geschütz dahin. Und dann lassen wir die Party steigen. Eigentlich wäre es ja clever gewesen, den Scharfschützen erstmal aus dem Spiel zu nehmen. Ups, da fliegt wieder was, da fliegt wieder was. Ach, da geht ja gar nichts. Oh, da rechts muss noch einer sein. Da müssen noch zwei sein. Ach du Schande, da ist einer ganz dicht dran. Okay. Oh, da kommen sie wieder. Echt. Da muss ein Nest sein. Ach, da drüben ist auch einer. Ach du Schande. So, ein bisschen aufpassen, dass von links keiner kommt. Okay. Okay. So, da springt noch einer rum. War's das? Ja, das muss es dann wohl gewesen sein erstmal. Sehr schön. So, dann mal wieder hier alles einsammeln. Jo. Nee. Ah, wir haben ja noch Raketen. Ja, sind wir voll fast. Okay, dann können wir damit eigentlich dann wieder mal loslegen und ins Gefecht gehen. So, ich habe mich ja jetzt schon längere Zeit nicht mehr selbst in die Luft gejagt. Das macht Hoffnung. Das macht Hoffnung für die Zukunft. Nee. So, haben wir da noch was? Nein. Also hier sieht's aus, da müssten wir eigentlich auch mal ein bisschen aufräumen. So, aufmunitioniert haben wir. Da ist meines Wissens nichts. Wie geht's weiter? Ah, da wird's wieder... Okay. Ah ja, da stehen sie, die Kollegen. Bewacht. Okay. Oh ja, da wird es jetzt wohl etwas heftiger. Oh ja. Oh ja. Da könnten wir ja gleich mal mit den Dingern hier arbeiten.
Ups, jetzt erstmal zur Seite hier. Erstmal ein bisschen zur Seite. Ja, okay. Oh ja. Oh ja, da müssen wir ein bisschen sehr vorsichtig sein. Na, ups. Okay, da stehen welche. Ah ja. So, immer ein bisschen vorsichtig. Jetzt machen wir erstmal hier das Geschütz startklar, damit es uns ein bisschen Deckung gibt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die können von allen Seiten wieder kommen. Der wieder mit seinem Geschütz. Wo ist eigentlich die Drohne? Ach, da ist auch einer. Komm, komm, komm. So, zu wem gehört dieses Geschütz hier? Ah, du wirst doch da kein Geschütz hinpacken wollen. Okay. So, wer kommt noch? Wer kommt noch? Ja, dann gehen wir mal hier rüber nach rechts, nach links. Ups, da wirft einer eine Granate. Da gehe ich doch mal lieber aus dem Weg. Na komm, fall um. Ich hatte mal eine Katze. Die hat mit der Kaliber 50 gespielt. Jetzt habe ich keine mehr. Ach ja, wir sind jetzt da. Ah, da kommt sie. Okay, das scheint hier das Endlevel zu sein. Sehr schön. Dann bleiben wir konzentriert. Okay, der ist weg. Ja, wo ist denn jetzt meine Drohne? Ach, da oben springt sie rum, oder wie? Ah ja, klar, Scharfschütze. Gefällt mir gar nicht. Wir bleiben hier schön in Deckung. Deswegen nennt man es ja auch Deckungsshooter. Ach, da oben. Ach, ja, da war doch gerade, da hat sie doch gerade versucht, auf uns zu schießen. Jo. Sind wir da in Deckung? Treiben sich da oben rum. Hm. Irgendwie müssen wir näher ran. Es hilft nichts. So. Okay. Okay. Da haben wir ein bisschen Deckung. Dann können wir nämlich da unser Geschütz wieder hinhauen.
Ja, irgendwie wäre es gut, wenn die Drohne auch mal wieder ein bisschen was täte. Oh, der gefällt mir gar nicht. Der hat wieder seine Rakete. Da kommt sie. Sehr schön. Je nachdem. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier von der Flanke mehr erreichen können. Okay, da kommt einer runter. Okay, den haben wir. Oh ja, und da ist wieder die Rakete. RPG. Gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. So. Ach, da treibt sich auch noch einer rum. Ups, jetzt wird's spannend. Jetzt sollten wir wieder ein bisschen in Deckung gehen. Nur nichts überstürzen, meine Freunde. Nur nichts überstürzen. Die Zeit spielt für uns. Hoffe ich doch zumindest. So, wo sind die zwei jetzt hin? Ja, da ist... Wie sieht's da aus, wenn wir da... Nee, da haben wir ganz schlecht. Da haben wir ganz schlecht. Ah ja, da ist wieder einer. Ist das der RPG-Mann? Das sieht so aus, ne? Ja. Das wäre schon mal nicht verkehrt, wenn wir den aus dem Spiel haben. Dann sind wir schon wieder ein Stückchen weiter. Komm, fuck in dir. Schnapp in dir. Sehr gut. Ah ja, da kommt noch einer runter. Okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Da sind wir richtig in der Schusslinie für das Scharfschützen. So, dann rennen wir mal darüber. Und wieder einer aus dem Spiel. Sehr schön. Ich glaube, so wird das was. Ah, jetzt sind wir da wieder im Scharfschützenbereich. Ich bin der Meinung, die wird uns richtig weh machen. Oh, da kommt er uns entgegen. Und weg ist er. Sehr schön. Oh, jetzt kommt sie runter. Oh je. Jetzt kommt sie runter. Ah, sie geht wieder hoch. Okay. Was ist eigentlich mit unserem Geschütz? So, ist das der vorletzte hier. So, okay. Die gute Beatrice. Eklig ist es nicht, ne? Oh, jetzt haben wir keine Munition mehr für das Teil. Schade, schade, schade. Identifikation bestätigt. Beatrice Anti-Kaplan. Status verstorben. Danke, dass Sie sich darum gekümmert haben, Agent.
Agent, kommen Sie ins Schloss. Das müssen Sie hören. Ja, sehr schön. Ja, da haben wir uns doch wieder ein bisschen Zeit genommen, nichts überstürzt und dadurch das Ganze doch ordentlich abgeschlossen. Sehr schön. Man muss ja auch nicht immer huddeln, ne? So, aber wir werden hier noch ein bisschen was einsammeln. Ich hoffe, es liegt noch ein bisschen was rum für uns. Okay. Die gute Beatrice, das wird sich doch hoffentlich gelohnt haben. War das jetzt am Schluss wirklich die Rakete? Ja, die Dinger haben echt Wumms. Jo, na also, was haben wir denn da? Oh, Bakers Dutzend, okay. Okay. Agent fordert Verstärkung an. Nö, nö. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wo müssen wir denn hin? Wo ist es denn? Siedlung. Da. So, wunderbar. Sehr schön. Das hätten wir dann auch. Dann sind wir bei 100%. Und jetzt werden wir uns dann um den großen Boss kümmern. Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. So, wir sollen die vierte Aufzeichnung... Die vierte Aufzeichnung uns ansehen bzw. anhören. Das machen wir doch gerne. Sie haben gelogen. Geht es etwas genauer, Stovepipe? Ich weiß von den schmutzigen Bomben. Was ist damit? Ihr kleines Experiment. Es wurde gestohlen und in St. Louis benutzt. Welches Experiment? Die verdammten schmutzigen Bomben, Natalia! Stovepipe. Ich habe keine schmutzigen Bomben genehmigt. Vielleicht macht Ihnen die Einsamkeit zu schaffen. Sie erzählen Scheiße, Natalia. Ihr Ton gefällt mir nicht. Mir scheißegal. Holen Sie mich hier raus, ich höre auf. Stellen Sie die Basis auf Coney Island fertig und ich schicke eine Ablösung, um Ihre Arbeit in New York zu beenden. Den Rest klären wir in der Basis. Sie wollen New York großflächig bombardieren. Das darf nicht sein. Sie müssen nach Coney Island. So, so. Also, wir sollen nach Coney Island. Das hört sich doch spannend und interessant an. Und New York großflächig bombardieren, das wollen wir doch hoffentlich nicht. Denn wir wollen ja in New York auch noch ein bisschen was machen. Nämlich unser Friday-Feierabend-Play, ne? Das spielen wir ja immer in New York. Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir werden uns den Kollegen Stovepipe so auf Coney Island dann in der nächsten Folge zu Gemüte führen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da dann noch Tolles auf uns wartet. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen, hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Spaß gehabt und bedanke mich und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.